Oh, du schöne Weihnachtszeit. Schon zum dritten Mal besuchen wir in diesem Jahr eine liebe Freundin in Kassel, um mit ihr auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und dieses Jahr fahren wir mit der Bahn. Leben auf Rädern, keine zündenden Beine. Leben auf Rädern, mit dem Traum vom Gehen. Leben auf Rädern, Ängste an Leinen. Wenn sie wilde Pirouetten drehen. Leben auf Rädern. An einem Sonntagmorgen um 7:30 aufzustehen, ist ganz schön früh. Aber wir haben den Zug um 9.38 Uhr gebucht und sollen 20 Minuten vorher am Bahnhof sein. Das mit der Hilfeleistung hat erstmal prima geklappt. Ja, so. So. Ja, ist alles doof. Sicherheitshalber Handbetrieb. Ich habe wirklich versucht, allein in den Zug zu kommen, aber der Rollstuhl ist leider ein bisschen zu breit für den Hublift und wenn ich nicht geschoben werde, klappt das halt nicht. Ja. Mit wunderbarem Blick durch das Türfenster. Der erste Teil Bahnfahren hat schon mal insofern geklappt, als dass ich in der Bahn bin. Allerdings komme ich nicht auf meinen Sitzplatz, weil mein Rollstuhl zu breit ist. Das war ein bisschen schwierig. Beim nächsten Mal versuchen wir mal auf der anderen Tür reinzukommen, dass wir nicht über diesen schmalen Gang müssen. Allerdings sitze ich neben einer funktionierenden Behindertentoilette. Das ist auch klasse. Und mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Sich durch die Wolken geschubst. Wegen eines Stellwerksfehlers haben wir jetzt eben 20 Minuten im Bahnhof gestanden. Die Tür hinter mir, die da war gerade offen und ich hatte zwei ganz liebe Mitarbeiter, die gefragt haben, ob ich auch ganz bestimmt nicht friere. Da sowieso geplant war, dass wir den ganzen Tag draußen verbringen, hatte ich meinen Fußsack an und die Winterjacke. Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe hat auch alles hervorragend funktioniert. Dann sind wir mit der S3 in die Stadt reingefahren. Auf dem Weihnachtsmarkt habe ich eher fotografiert als zu filmen. Der erste Weg geht traditionell zum Waffelhus. Da gibt es nämlich Glühmilch. Die habe ich noch nirgendwo anders gesehen und ich liebe sie abgöttisch. Und so sehen die Becher mit Glühmilch aus. Ich hatte Likör 43 drin und es ist auf allen Zimtzucker obendrauf. Ich finde die so lecker. Da sind wir gerade auf der Suche nach einer Behindertentoilette. Die haben wir dann in der Königsgalerie gefunden. Denn auf dem Markt selber gibt es nur Toiletten für Geher. Holzspäne sehen toll aus und saugen eine Menge auf. Aber sie halten Rollstuhlfahrer weg. Es sei denn, es ist ein Tisch am Rand frei. Die Markthütten brauchen natürlich alle Strom und viele auch Wasser. Aber ganz ehrlich, diese Kabelkanäle, ohne Hilfe schaffe ich die nicht. Genau, das Riesenrad. Das Riesenrad, ja. Schade, dass es kein Duftfernsehen gibt. Mhm. Ja. Das wäre, also das ist für mich Weihnachten, ja.
Kräuterbonbons, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Bratwurst. Glühwein, Bratwurst. Es gehört alles und dazu so irgendwie. Und so ein Gewühl, ja. Das Riesenrad stand nicht nur zur Deko da. Und wir sind auf dem Weg zur zweiten großen Attraktion, die sehr dicht am Weihnachtsmarkt dran ist. Ja, die Straßenbahn schien. Vorsicht bitte. Ja, gehen. Boah. Kinderkarussell darf auch nicht fehlen. Mhm. Weiß ich, wie viele haben wir jetzt gesehen? 5, 6 bestimmt. Aber das war richtig bunt. Ja. Und noch eine Tüte Zuckerwatte mitnehmen, mein Schatz? Nee. Auf Französisch heißt Zuckerwatte Bar Papa. Aha. Der Bart des Papa, der Bart des Vaters. In den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Naja, buntes Spielzeug, ja, Schaufenster auch. Das ist die Galeria Kaufhof in Kassel, Obere Königsstraße. Dort kann man jedes Jahr andere Dioramen mit Steiftieren sich anschauen, die sich teilweise sogar bewegen. Den strickenden Affen finde ich ja toll. Und der kleine Hund, der unten mit dem Garn spielt. Mit dem Schleifchen, meinst du? Ach nee! Nee, bei dem Stehen da, ja. Süß, schön. Ah, und ein Weihnachtszimmer. Ja. Und der Kamin läuft, wie man sieht. Genau, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, oh, wie süß. Aufstehen. Genau. Was haben wir da? Was Sie schon immer über Bären und Einhörner wissen wollten? Einhörner im Winter. Ja. Oh, Knuddelbärchis. Ja, ja. Und politischer Kommandant. Wölfe mit Lamm. Ja. Oh, Erwin, der dicke Schneemann. Und Flamingos im Schnee. Flamingos im Schnee? Ah, genau. So, jetzt ist der Stand frei. Ja, gut, okay. Das ist halt so eine Weihnachtsmarkthütte. Genau. Und da unten haben wir die Wölfe und das Lamm. Frage, was machen die Wölfe mit dem Lamm? Gut auf es aufpassen, wenn ja. Es gebraucht wird. Ja. Ah, hier wird Schnee geschippt. Eine Igelfamilie? Oh ja, da in der Ecke. Och, ist das süß. Ja. Heute habt ihr nämlich auch ein kleines Igelchen drum. Ja. Och, wie süß. Ich roll zurück. Ja. Entschuldige bitte, ich habe nicht mitbekommen, dass du noch hinter mir stehst. Alles gut. Du kannst mich gerne zurückziehen, Schatz. Ich habe eben einfach Panik gekriegt. Schneeschippen muss sein. Und nochmal Erwin, der dicke Schneemann. Was macht ihr hier unten? Sehr süß. Tja. Ja, macht irgendwas politisch Unkorrektes. Komm. Applaus. Und ein Frosch. Guck mal, noch einmal einbauen können. Mhm. Ja. Oh, jetzt wissen wir es. Frau Holle ist ein Teddybär.
Nee, das ist Glühwein. Guck dir den Bären an, wie schief der steht. Nee, nicht ganz so schnell. Stopp, stopp, ein Stückchen zurück. Ich möchte gerne den Stand nochmal haben. Ja, genau. Weihnachtskugeln und Bänder und so weiter alles. Und da haben wir das... Was ist das jetzt? Ein Fanfarenzug. Trompetenkonzert. Keine Ahnung. Und lauter schwarze Katzen auf dem Dach. Und Koalas. Am Schornstein davon. Koalas? Koala. Da. Ja, stimmt. Und da ist ein Waschbär. Hier in Kassel einen Waschbären hinzustellen, hat ja schon was, ne? Ja. Mal gucken, ob wir noch was vom Weihnachtsmarkt sehen. Das ist also der Ententeil. Ach, genau. Oh, das ist ja schön. Diese Bögen, Hammer. So schön, so schön. Und da links auch. Ja. Ich finde die Beleuchtung hier sowieso total schön. Die haben sie halt dieses Jahr erneuert, ne? Aha. Frohe Weihnachten. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück aus Kassel. Ich bin leider immer noch zu breit für die ICE-Gänge, aber ansonsten hat alles ganz hervorragend geklappt. Die Mitarbeiter hier sind super, super freundlich. Wir haben uns eben sehr lange mit einer Mitarbeiterin unterhalten, die ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was sie schon alles am Bahnhof mit Behinderten und gerade mit Rollstuhlfahrern erlebt hat. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich bin super, super glücklich. Es hat echt prima funktioniert. Das ist der Job dieses Zuges. Wir sind jetzt in Braunschweig in den Enno umgestiegen, damit wir nach Wolfsburg weiterkommen. Hier sind die Wege breit genug. Die Toiletten sind generell Behindertentoiletten. Und der Zug ist absolut bodeneben zum Bahnsteig. Das heißt, ich brauchte keinen Hublift und kein gar nichts. Also ein perfekter Abschluss für einen richtig tollen Tag. Liebe Deutsche Bahn, es wäre wunderschön, ihr würdet die Enno-Züge einsetzen, statt euch um den ICE 4 zu kümmern, der noch schmaler ist als der jetzige. Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch ganz frohe Feiertage mit euren Lieben und alles Gute fürs neue Jahr. Ich mache jetzt Pause, das nächste Video seht ihr dann im Januar. Bis dahin!